Ich hatte euch vor kurzem in einem Video gezeigt, dass es jetzt endlich eine Alternative zur Quasar Mercury 360 gibt. Das, was vielen von euch bei dieser Sprühflasche immer sehr gut gefallen hat, ist, man kann sie nicht nur so sprühen, wenn sie richtig rumsteht, sondern sie sprüht auch dann noch, wenn sie auf dem Kopf steht. Da gab es jetzt, oder da gibt es jetzt, was ich gesehen habe, von IK ebenfalls so eine Flasche, die so sprüht, die aber auch dann noch sprüht, wenn man sie auf den Kopf stellt, was natürlich cool ist. Jetzt habe ich aber noch was gesehen, was eigentlich noch viel, viel cooler ist. Und zwar habe ich gesehen, dass man den Sprühkopf von der IK auch separat erwerben kann. Und so kann man nämlich aus jeder normalen Sprühflasche, die so zwar noch sprüht, aber wenn man sie auf den Kopf stellt, irgendwann eben nicht mehr sprüht, weil hier drin keine flexible Steigleiter ist, sondern ein fixer Schlauch. So kann man jetzt eben aus jeder normalen Sprühflasche eine solche machen, die auch dann noch sprüht, wenn sie auf dem Kopf steht, weil wir hier eine flexible Steigleiter mit Gewicht haben. So, schauen wir mal. Ja, sprüht so und sprüht auch so noch. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Das hier ist die Packung, die man bekommt, wenn man sie kauft. Diejenigen, die ich hier habe, die für kleine Sprühflaschen, die verfügen natürlich nur über eine vergleichsweise kurze Steigleiter, wenn wir das jetzt mal hier mit so einem Sprühkopf vergleichen, wodurch dann der hier nicht mehr bei großen 1 Liter fassenden Sprühflaschen nicht mehr ganz bis nach unten reicht. Ihr kriegt hier einen 5er-Pack inklusive der Hinweise, für welche Arten von Chemikalien oder Flüssigkeiten die jeweiligen Sprühköpfe von IK geeignet sind, inklusive saurer, alkalischer, alkoholhaltiger oder hydrocarbonhaltiger Pflegemittel. Achtet da ein bisschen drauf. Grundsätzlich könnt ihr jetzt auch mal so einen Sprühkopf verwenden und damit einen stark sauren Felgenreiniger verwenden und aufsprühen. Ihr müsst aber dann damit rechnen, dass diese Materialien hier angegriffen werden und ihr müsst damit rechnen, dass das vielleicht nach einem Mal Anwenden danach schon kaputt ist. Damit müsst ihr halt rechnen, wenn ihr euch hier nicht an die Hinweise des Herstellers haltet. Der Grund, warum das hier eben funktioniert, dass man so eine Flasche auf den Kopf drehen kann und sie immer noch sprüht, ist eben diese flexible Steigleiter, die, wenn ihr die Flasche auf den Kopf dreht, dafür sorgt, mit diesem Gewicht hier, dass hier die Steigleiter immer noch Flüssigkeit aus dem jetzt umgedrehten Boden der Flasche rausziehen kann. Währenddem das natürlich so ein Sprühkopf mit einer fixen Steigleiter nicht kann. Und das ist natürlich sehr cool, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, mehr oder weniger aus jeder Sprühflasche so eine Flasche zu machen, die auch auf dem Kopf funktioniert. Mit Einschränkungen. Und zwar ist mir bei der Vorbereitung dieses Videos Folgendes aufgefallen. Dieses Gewicht, das hier unten dran hängt, das hat eine gewisse Breite. Und dadurch passt dieser Sprühkopf leider nicht auf jede Sprühflasche drauf. Hier Quasar, seht ihr, passt der rein und passt der durch. Kochemie-Flaschen, passt der rein und passt der durch. Shiny Garage, passt der rein, passt der durch. Und auch die von Meguiar's, die ich euch vorher gezeigt habe, da passt dieser Sprühkopf drauf. Auf der anderen Seite gibt es leider Sprühflaschen. Ich nehme mal jetzt hier die von Workstuff. Schaut mal her. Ich komme in die ersten paar Zentimeter rein und danach ist hier eine Verengung drin, durch die ich nicht mehr durchkomme. That's what she said. Das gleiche gilt leider auch für die neuen Flaschen von Chemical Works. Autobright nutzt übrigens diese Flaschen mittlerweile auch. Und auch da seht ihr, ich komme hier nicht in diese Öffnung rein. Ich werde mal so viele Sprühflaschen wie möglich, die ich persönlich zu Hause habe, durchprobieren und euch dann eine Tabelle zusammenstellen, wo ich euch sage, auf welche Flaschen dieser Sprühkopf gut drauf passt und auf welche nicht. Diese Tabelle ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das gleiche Thema gilt nämlich nicht nur für die Größe der Öffnung hier, sondern auch fürs verwendete Gewinde. Ich habe hier das Sonax Felgenbiest und jetzt könnte man sich ja denken, cool, ich nehme diesen Sprühkopf, um aus dieser Flasche hier eine zu machen, die man auch auf dem Kopf verwenden kann. Hier passt zwar das Gewicht durch, aber das Gewinde passt nicht drauf. Und auch deswegen nochmal, ich verlinke euch die entsprechende Tabelle, wo ich das mit möglichst vielen verschiedenen Flaschen ausprobiert und durchprobiert habe, unten in der Videobeschreibung. Also ihr habt jetzt also nicht nur eine schöne Komplettlösung als Alternative zur Quasar Mercury,
ja auch auf dem Kopf funktioniert, sondern ihr habt auch separate Sprühköpfe, die ihr euch kaufen könnt für eure bestehenden Sprühflaschen, wenn sie drauf passen, mit Hilfe derer ihr aus jeder Sprühflasche so eine machen könnt, die auch auf dem Kopf sprüht. Was halt gerade hier im Bereich der Rathäuser, der Felgen sehr, sehr praktisch sein kann. Deswegen wollte ich das euch in diesem Video kurz zeigen. War ein kurzes Video, aber man muss es auch nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn die wichtigste Botschaft einfach ist, hier, es gibt Sprühköpfe, die auch auf dem Kopf funktionieren. Wenn das Video für euch hilfreich, aufschlussreich, spannend und interessant war, würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal auch gerne mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus!